Im Kindergarten Berndorf beging man vor kurzem das Sommerfest, das den Abschluss des Kindergartenjahres repräsentieren soll. Tolle Spiele, einstudierte Tänze und Lieder wurden von den Kindern gemeinsam mit den Kindergartenpädagoginnen einstudiert. Die Vorbereitung nahm einige Zeit in Anspruch. Naja, insgesamt sind es sicher 3 Wochen mit den Proben, mit den Kindern, mit dem Team, die Vorbereitungen. Ja, würde ich sagen 3 Wochen. Wie wichtig ist es eigentlich, Kindern spielerisch etwas beizubringen? Ja, absolut wichtig. Und unser Thema steirisch gespielt, steirisch gesungen, bedeutet ja auch alte Werte vermitteln, Traditionen zu leben und in der Einfachheit, so wollen wir das auch vermitteln, liegt auch das Wesentliche. So ist es unser Anliegen, dass wir den Kindern auch das Wesentliche beibringen. Früher hat es ja zu meiner Zeit noch geheißen Kindergarten-Tante. Das ist ja heutzutage absolut verpönt. Warum eigentlich? Das hat natürlich auch mit einer bestimmten Verniedlichung zu tun. Also, und es ist ja auch nicht richtig. Wir sind ja nicht die echten Tanten von den Kindern. Sie haben richtige Tanten. Die Kinder können das sehr gut unterscheiden. Und sie nennen uns beim Vornamen. Wir haben eine andere Ebene, auf der wir uns dann auch befinden, sage ich mal. Und wir wollen auch ernst genommen werden. Also wir wollen schon, dass unsere Arbeit als Bildungsarbeit verstanden wird. Familie ist Familie und Kindergarten hat eine andere Aufgabe wieder. Tolle Spiele und Erfrischungen standen Kindern und Eltern zur Verfügung, denn die Temperaturen bewegten sich jenseits der 30 Grad. Dennoch, es ist wichtig, die Kinder gerade von klein auf zu fördern. Ganz wichtig von meiner Seite aus, meine Tochter ist selber in den Kindergarten gegangen. Ich war berufstätig. Ich hätte keine Möglichkeit gehabt, sie irgendwo anders hinzugeben. Das war auch meine Motivation, in den Gemeinderat zu gehen. Gott sei Dank gibt es in der Zwischenzeit schon die Kinderkrippen. Die hat es damals noch nicht gegeben, flächendeckend. Und ich bin sehr froh darüber und wir arbeiten daran, dass es weitergeht. Schauen, dass es auch am Nachmittag Betreuungen gibt, weil es doch für die Mütter immer schwerer ist. Die sind in Betrieben, wo sie bis 6, 7 Uhr arbeiten müssen. Was macht man da mit den Kindern? Also wir sind dran und ich setze mich sehr ein dafür. Abschließend kann man sagen, ein gelungenes Sommerfest des Kindergarten Berndorf.